Ja, gut, aber die Mana, die kann ich auch eigentlich. Aber 2 Mana pro Sekunde ist schon nicht schlecht. Ein Punkt da rein wird schon reichen. Wie viel verbrauche ich denn hier? Ich brauche gar nicht so viel. Ah, ja, ich spiele schon den Gedanken, da ein Pünktchen reinzusetzen. Sonst hier das als Defensivskill. Ja, 4%, bisschen mehr aushalten. Mehr Gold und ja, Chance auf Marktgegenstände, das ist natürlich auch super geil. Jetzt habe ich halt die Qual der Wahl. Oh, ich sehe gerade, ich habe den Pfeilregen aber auch. Okay. Und den binde ich mir mal hier hin. Ja, na gut, so großes Area hat das jetzt wirklich nicht. Und wenn ich sehe, dass das hier 150 mal oder 105% der DPS ausmacht und ich bei 500 Schaden bin. Ja. Können wir mal einsetzen hier, mal gucken. Aber dafür, dass es ein Epic-Skill ist, ja. Du. Das ist irgendwie Spielerei, keine Ahnung. Effektiv ist anders. Kann man aber gut einsetzen, um Gegner zu töten, die man halt nicht so rankommen könnte, wie hier. Ja, aber dauert doch zu lange, um da irgendwie Schaden zu machen. Das hier ist wesentlich effektiver. Zumindest noch. Ja, ich glaube, ich setze nächstes Mal echt da einen Punkt in das Mana rein. Dann bin ich nämlich so unabhängig. Mein Pet kann mich heilen und. Ach, das ist ein Goldener, deswegen hält das so viel aus. Und dann habe ich keine Probleme mehr, weil ich dann halt mehr oder weniger unabhängig von meinen ganzen Tränken bin und die dann kaum noch brauche. Dann kann ich auch schneller vorankommen. Ja, wohl, das heißt, die Tränke halten mich jetzt so sehr natürlich auch nicht auf. Also, man kriegt ja mehr als genug Tränke. Immer und immer wieder und immer wieder. Es hört einfach gar nicht auf. Man wird richtig überflutet damit. Hab schon 47 normale Heiltränke. Oh, aber diese Truhen. Und langsam müsste mein Inventar wirklich mal voll sein hier. Ah, das ist das Ding schon, was ich suche. Ich hab erst gedacht, es wäre ein Gold-Item gedroppt, hab mich schon richtig gefreut. Und dann habe ich gesehen, ja, war kein Item, sondern war das Ding da. Ja, war direkt hier daneben. Jetzt müssen wir noch den Ausgang suchen, also das Portal. Und dann können wir den guten Menschen. Aber ich will jetzt mal gucken, wie das aussieht, ob das wirklich so ein kleiner Hubschrauber ist. Ah, okay, es wird wieder nur so ein Schatzding angezeigt. Kam mir doch ein bisschen nah. Ja, durch Auto-Hits bekomme ich ziemlich viel Mana. Und habe ich wieder Level Up bekommen. Das geht hier relativ fix auf jeden Fall. Okay, dann müssen wir wieder hier natürlich gucken. Ah, ist wieder schlecht. 10 Mana, 4 Verteidigung, 4 Magie, schlecht. Oh, 11 Geschick ist da drin. Also ich behaupte, dass ich mit dem Ding hier mehr Schaden mache, was ich habe, aber meins ist momentan nützlicher. Und dann haben wir das hier noch. 4 Geschick, 8 Verteidigung. Ja. Das ist besser als dieses komische.
Which ist das denn? Das ist der... Genau, das ist der, den ich wegmachen will. Nämlich das, der mit der gute 5 Geschick. Weil hier haben wir noch dann die Verteidigung drin, ja. Weil wir haben ja keinen Elektrikschaden, keinen großartigen. Oh, mein Bett ist auch voll. Verdammt. Tja, das war's dann erstmal mit Sachen aufheben. Aber es lohnt sich ja nicht, hier mit Vieh noch wegzuschicken. Außer ich finde hier was ganz, ganz Feines. Aber wo ist denn jetzt das Portal? Könnte ich nicht... Ah, doch, einen Sockel habe ich noch. Epic. Alles ist epic hier. Ein Gürtel. Ne, der Gürtel wird eh zu gut sein. Clove, die Handschuhe. Nein. Ach komm, hol mir die Blade. In der Hoffnung, dass die am meisten wert ist. Aber hier ist ein Cracked Ember. Verdammt. Okay, gucken wir trotzdem, was es kann. Okay, das hat so niedrige Anforderungen. Schmeißen wir das weg. Holen dafür den Cracked Ember. Und gucken jetzt mal, wo ist denn das Portal? Da ist doch das Portal. War das schon die ganze Zeit da? Ich hab's eben nicht gesehen. Na gut, dann gehen wir hier raus. Die beiden Dinge habe ich absichtlich ganz gelassen, dass ich jetzt nicht am Ende des Weges noch sterbe. Das wollte ich vermeiden. Und bevor wir den Typen da anklicken, verkaufen wir erstmal den Kram, weil wir sind ja eh komplett voll. Voller geht schon gar nicht mehr. Ah, hier war noch ein Heiltrank. Einen hätte ich auch. Na gut. Da war sogar noch ein Mana-Trank drin. Oh nein, jetzt hätte noch zwei Items bedeutet. Dann machen wir das hier so. Die 8 behalten wir, die müssen wir wieder auffüllen. Verkaufen. Verkaufen. Verkaufen, verkaufen. Das wollte ich ja noch aufheben, obwohl... Ne, das werden wir verkaufen. Und die Dinger müssen jetzt alle... Ja, wegbringen. Behalten wir erstmal die Schriftrollen, so wie wir haben. Oh, oh. Schwer voll hier. Obwohl, holen wir jetzt mal die Dreiecke alle raus. Und die grünen. Und sorgen hier ein bisschen für den Platz. Die Schwabbelaugen, die kommen rein. Ja, 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 das ist schon Ruhe. Ich möchte... Nein. Nein. Ja. Kann ich hier auch so reintun? Ja, geht auch. Ah... Der hier muss raus, dafür muss der Cracked rein. Okay. Okay. Cracked. 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 Okay. Damit habe ich schon mal für ein bisschen Platz wieder gesorgt. Naja. Nicht viel, aber ein wenig. Was können wir denn noch hier? Die komischen Klubschaugen da. Was haben wir da? Cracked, Cracked. Können wir nicht irgendwas Hohes mal bauen? Wir haben von allem zu wenig dafür, weil die alle nur diese schlechte Qualität haben. Ja, machen wir es nur, wenn es notwendig ist. Holen wir unten den Schatz ab, den können wir noch verkaufen. Und gucken, was er uns diesmal wieder für eine Geschichte auftischt. Ja, jetzt hier, ich habe die Miniatur Ornicopter natürlich gefunden. Und ich bin ein hervorragender Partner. Und er weiß auch schon, wem er es verkaufen kann. Und das ist mein Anteil, die 84 Gold. Aber gute XP, ein bisschen Fame und ja, hier dieses Kack-Item. Okay. Oh, und er will mich nicht nochmal irgendwo hinschicken. Das ist natürlich wunderbar. Dann gehen wir den Schrott direkt wieder verkaufen. Oh Mann, ey. Und habe ich nicht irgendwo mal eine Quest, wo ich was Gutes bekomme? Das ist ja... Ich will das eigentlich gar nicht skillen. Ich würde sagen, das ist sogar eher ein verschenkter Skillpunkt. Finde das nicht so toll. Der Schaden steigt ziemlich langsam und ich habe ja hauptsächlich meinen Charakter auf Schaden geskillt. Und das hat nichts mit DPS zu tun. Das ist eher so eine Art Caster-Fähigkeit.
ausweichen wäre eine Möglichkeit, um noch ein bisschen, ja, stabiler zu werden, dass ich nicht getroffen werde. Sonst haben wir noch, ja, die Rüstung hier anheben. Aber was natürlich sehr nice ist, ist das hier. Nehmen wir einfach mal. Die nächste Stufe macht dann nur 3, also hat eine Steigung von 1. Das heißt, der erste Punkt ist der wertvollste und lassen wir es bei dem. So viel Mana brauche ich da auch nicht. Und ja, ich bin jetzt hier so ein bisschen dabei, mich immer ein bisschen tankyhafter zu skillen. Ungefähr so. Und wir haben wieder relativ viel Gold. Aber dem habe ich Angst, meine Gegenstände zu verzaubern, weil der hat mir einmal Gegenstand kaputt gemacht und... Oh. Seitdem traue ich dem nicht mehr. Aber hier bei dem Glücksmenschen, da kann man nichts falsch machen. So, die Schuhe kann ich erstmal nicht mehr austauschen. Ist das hier wirklich so gut? Ich denke, da geht noch was Besseres. Es ist nett, aber... halt auch nur nett. Finde meinen Helm auch nicht so richtig klasse. Das hier finde ich gut. Und das hier finde ich auch gut. Also das ist gut, das ist gut, das ist gut. Belt muss ich mal schauen. Und ja, vielleicht Schultern, dass ich da mal was Richtiges bekomme. Kaufen wir mal einfach... die hier. Wow. Dann kaufen wir mal die hier. Oh, die können schon relativ viel irgendwie. Dafür, dass sie nur blau sind, können die verdammt viel. Nicht verwirrt? Nein, die können echt zu viel. Blitzwiderstand, Feuerwiderstand. Erhöht den Feuerschaden, kann ich auch brauchen. Die 172 Leben, sehr, sehr nice. Giftwiderstand drin, Eiswiderstand. Und 5 Stärke. Die sehen richtig gut aus. Da ist die Geschicklichkeit mir auch erstmal egal. Weil die haben auch mehr Rüstung als wie das andere. Deswegen sind die auch einfach besser. Also werden wir die verkaufen. Da werde ich noch ein bisschen pimpen gleich dran. Hoffe natürlich, dass nicht kaputt gehen. Vielleicht mal einen Helm kaufen. Kaufen wir mal. Obwohl, ne, heben das Geld auf zu pimpen. Hier, gehen wir jetzt zu dir. Ja, verkaufen wir erstmal nur die eine. Und gehen wir hier zu dem Typen. Und gucken mal, was der damit machen kann. Oh, jetzt bin ich hier fast schon verwirrt. Tun wir die mal nach unten. Erhöhten Eisschaden 5% hat es bekommen. 4% Chance. Hat funktioniert. Erhöht den Poison-Schaden. Oh Mann, mach doch mal bitte was Gutes da rein. 6% kann man noch riskieren. Und dann wieder was Neues bekommen. Erhöht den Feuerschaden um 5%. Vorher waren es nur 3%, glaube ich. Und wir haben noch 4000 Gold. Ah, die heben wir erstmal auf und haben jetzt auf jeden Fall ganz nette Schultern. Vor allen Dingen, wir haben jetzt hier schon über 1500 Leben. Das ist gut. Ja, zumindest im Verhältnis zu eben ist es gut. Und die kommen weg. Was mich jetzt auch interessiert, ist die Charaktersets. Geht das damit rein? Blockchance 16%. Ich glaube, das ist genauso hoch wie das, was meine Skills mir nämlich sagen. Ja. Also ich block praktisch gar nicht. Also durch meine Punkte. Ja, das macht mich natürlich traurig. Sonst mein Pet. Mein Pet ist komplett leer. Hat die richtigen Spells am Start, mein Inventar. Ist alles okay. Nicht zu viel Gold dabei. Kann man eigentlich das Gold auch nicht Schatztruhe tun? Nein. Das muss man wohl mit sich tragen. Um ein Risiko einzugehen. Und einen gewissen Prozentsatz davon zu verlieren. Gut, dann... würde ich sagen, gehen wir noch mal eine Runde in den Dungeon rein.